So, liebe Leute, ja, jetzt mal ein bisschen, wenn, was passiert, wenn Summen in der Gleichung drin stecken? Puh, naja. Wir haben doch Folgendes gelernt: Klammer, Rechnung, danach kommt Punktrechnung, danach Strichrechnung. Also kurz gesagt, Klaps. Aber da wir Gleichungen ja rückwärts aufdrieseln, sage ich gerne: Leute, Klaps, rückwärts. Rückwärts. Einfach erst die Strichrechnung. Das geht nämlich am leichtesten. Und demzufolge machen wir Folgendes. Wir sagen also, oh, was stört? Naja, dreimal stört, aber plus 8 stört auch. Von hinten aufgedrieselt, Klaps rückwärts, ne? Also Strichrechnung erst. Also es stört plus 8. Gegenteil, minus 8. Ich verzichte jetzt mal auf die Zwischenzeile, also alles nochmal schwarz abzuschreiben. Das könnt ihr nochmal im vorherigen nullten Video beim Prinzip üben. Gucken wir mal. Hier steht 3x, also 3x wird übrig bleiben, denn wenn ich hier 8 abziehe, hat sich plus 8 erledigt. Und 20 minus 8 ist 12. So, jetzt stört, Achtung hier, nochmal dran erinnert, dreimal stört, also durch 3. Jetzt mache ich es auch mal in einer Farbe weiter. Also sage ich, okay, hier kürzt sich's und das ist 4. So, ich hoffe, das funktioniert. Drehen wir die ganze Sache mal um. Es könnte auch zum Beispiel dastehen, ja, machen wir es mal mit den gleichen Werten. Dann sieht man das besser. 20 ist gleich 8 plus 3x. So. Klaps rückwärts. Erst die Strichrechnung. Jetzt könnte man ja sagen minus 3x. Nee, das ist nicht gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, hier steht eine plus 8. Also minus 8. Jetzt steht hier auf der linken Seite 12, 20 minus 8 ist 12. Und hier steht noch plus, also 3x. Das stille Mal beachten. Also durch 3 und 4 ist gleich x. So, dazu mache ich dann wieder ein Übungsvideo. Und oh, ich wünsche viel Freude beim Üben. Freude insofern, wenn man es kann, dann freut man sich. Da wird man stolz, ne? Naja. Also links beachten. Hier oben wie immer. Und hier auch. Bis dann.